Peter, die Dame mit Poncho und dann ist klar, wer kommt. Sönke. Sönke Rotenberger mit Cosmo, der erst 10-Jährige. Irgendwie wundert man sich immer. Mensch, die sind schon olympisch dabei gewesen mit Spitzenrunden. Und trotzdem ist er irgendwie immer noch erst 10. 81,290%. Das ist ihr Ergebnis über das SAB-Zuschauerrichten. Your result, ladies and gentlemen, via the SAP Spectator Judging. So, er ist 22 Jahre jung, der Sönke Rotenberger. Und Cosmo ist 10 und jetzt sind sie hier mit ihrer Kür. Er hat sich gestern ein bisschen geärgert über den Fehler in den Wechseln, sagte aber sofort, hey, das war meiner. Denn eins kann ich nur sagen, der Cosmo ist in so einer Topform. Wir drücken die Daumen.
Himmel nochmal. Himmel nochmal. Das war eine super Tour. Eine super Tour. Da passte aber auch wirklich alles auf den Punkt. Da wird er umarmt, der Trainer, der hier Sönke Rotenburger gecoacht hat, natürlich Johnny Hilberath. Also das war ganz klar die allerbeste Prüfung von den beiden hier dieses Jahr in Aachen. Ich muss zugeben, ich bin ein Riesenfan von dieser Musik, weil diese Musik auch genau das macht, jedenfalls in meinen Augen, was sie soll, nämlich bestmöglich das Pferd, die Komposition dieser Kühe unterstreichen. Ich finde, das macht diese Musik toll, die gemacht wurde übrigens von C.S. Links, einem Niederländer, angelehnt an die Filmmusik von Live, Die, Repeat. Ich gebe zu, starker Trab. Geht das besser? Geht das besser? Ich hätte die 10 gegeben, keine Frage. Starker Galopp. Ich auch. Ich bin überwältigt. Sensationell. Okay, er hat in der Piaffe noch nicht ganz diesen Ausdruck, diese Athletik und die Balance wie jetzt Weihegold, wobei es immer total blöd ist, zwei so verschiedene Pferde miteinander zu vergleichen. Er hat, ja, dieser Stocker da drin, das war einmal dieses Missverständnis relativ zu Beginn. Aus der Traversale kommt dann die Einleitung der Piaffe.